Hallo, ihr Lieben. Ja, ich wollte heute mal darüber sprechen, dass doch viele Menschen im Außen warten, bis im Außen irgendetwas sich zeigt oder irgendetwas, eine Bedingung erfüllt ist, bevor sie sich erlauben, den nächsten Schritt in ihrem Leben zu tun, den nächsten Wunsch sich zu erfüllen oder die nächste, die nächste Etappe ihrem Leben angehen. Also es fängt ja schon allein damit an, dass wir so konditioniert sind, ihr eigentlichen Leben oder eine Beziehung zu funktionieren hat. Und ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, diese Konditionierung, die wirkt in uns. Wir haben gelernt, wie der Lebenslauf eines Menschen auszusehen hat. Und das ist immer noch in jedem, ist es so eine Vorstellung, wie es ist, als Kind, als Jugendlicher, dann als Erwachsener, was man dann zu tun hat, wie man dann zu sein hat. Und unsere Gesellschaft hat ein ganz klares Bild, ganz klare Vorstellung für uns bereitgehalten. Und die kriegen wir übergestülpt, eingetrichtert von klein an. Und auch das Bild von Beziehungen, wie Beziehungen funktionieren müssen, aussehen müssen, wenn sie gut sind, das haben wir ganz klar vor Augen. Wir wollen geliebt werden, wir wollen von den Menschen gut gefunden werden, wir wollen anerkannt werden, wir wollen unterstützt werden. Und wenn wir all das haben, wenn wir das alles im Außen sehen können für uns, dann erlauben wir uns, gut genug zu sein. Dann erlauben wir uns, endlich mal zu sagen, ja, du hast gut gemacht, jetzt bist du anerkannt. Und wir suchen immer wieder Situationen und Möglichkeiten, um im Außen diese Rückmeldung, diesen Status Quo-Bericht zu bekommen, der immer wieder sagt, wow, das hat jetzt aber gut geklappt. Wow, das hast du aber jetzt gut gemacht. Wow, da bist du jetzt aber erfolgreich gewesen. Ja, und wir arbeiten immer so. Und in Wahrheit ist es, wir drehen uns im Kreis. Ja? Es sind diese Wenn-Dann-Geschichten. Wenn ich das sehe, erlaube ich mir das zu glauben. Wenn ich das sehe im Außen, erlaube ich mir das anzunehmen. Wenn ich das erreicht habe, erlaube ich mir den nächsten Schritt. Und das geht halt ganz langsam. Das sind halt wirkliche Baby Steps. Ja? Wenn ich aber Quantensprünge haben will, wenn ich es wirklich schnell will, dann muss ich andere Wege gehen. Dann muss ich die Wege gehen der Energie. Dann muss ich Energien kreieren. Dann muss ich energetische Zustände kreieren und nicht Zustände im Außen. Und das ist so was anderes. Diese energetischen Zustände, die ich brauche für Quantensprünge, die entstehen in meinem Inneren. Die entstehen in meiner Ansicht. Die entstehen dadurch, was ich glaube, wovon ich überzeugt bin und dass ich das dann fühle in meiner Verkörperung. Dass ich dann diese Person bin. Und das ist der Weg der Quantensprünge. Und das ist der Weg, der wirklich schnell geht. Das ist der Weg, den wir alle suchen, den wir alle so gerne hätten. Aber den Mut bringen wir nicht zusammen, weil wir das Prinzip noch nicht richtig verstanden haben. Und das Prinzip, das wir wirklich brauchen, das ist das Prinzip unseres wahren Seinszustands und zu merken, wie es ist, wenn wir im Divine Design sind und da quasi im Quantenfeld sind und da kreieren diese Quantensprünge. Aber ich werde nie den Mut und die Sicherheit haben, Quantensprünge
aus meinem menschlichen Zustand heraus zu kreieren. Weil dann mein Verstand mir immer sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist nicht möglich. Und was für meinen Verstand nicht möglich ist, das wird er sich nicht vorstellen. Und nachdem meine Vorstellung Gott ist, muss ich es schaffen, es in meine Vorstellung zu bringen. Und das ist das ganze Geheimnis. Ja, genau. Und jetzt geht's weiter. Also, Quantensprünge gehen nur im Quantum. Ja, göttliche Fügungen gehen nur, wenn du im göttlichen Fügungsraum bist und nicht in einem menschlichen Unmöglichkeitsraum. Und lange Jahre habe ich mir gedacht, wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin? Und jetzt habe ich einen Weg gefunden. Es ist die Divine Design Reise. Ich nehme dich mit in deine super göttliche Kraft, nicht nur in deine Kraft, nein, in deinen göttlichen Seinszustand, in dein Divine Design, ein Leben aus dem Divine Design. Es ist ein Leben aus deiner höchsten Version. Und wieso sage ich aus deiner höchsten göttlichen Version? Weil die höchste göttliche Version ist eine ganz andere wie deine höchste menschliche Version. Das ist Quantum. Du kannst in eine hohe, höchste menschliche Version eintreten und trotzdem bist du noch im Raum der beschränkten Möglichkeiten. Erst wenn du dort austrittst und in den Raum, den göttlichen Raum der unbeschränkten Möglichkeiten eintrittst. Und der göttliche Raum ist eben, ja, der göttliche Raum ist der Raum der unbeschränkten und der unbedingten, bedingungslosen Möglichkeiten. Und das ist ein anderer Raum wie unser menschlicher Designraum. Der ist in Abhängigkeiten. Schau mal, wenn du Human Design anschaust. Es hängt alles davon ab, wann und wo du geboren wurdest. Das ist eine riesengroße Abhängigkeit. Das ist eine riesengroße Beschränktheit. Und deswegen sage ich dir, du brauchst dich nicht in diesem Raum des Human Design lange aufhalten, wenn du dir erlaubst, in den Raum der unbeschränkten, unbedingten, unabhängigen, bedingungslosen Möglichkeiten einzutreten. Das ist so unglaublich wichtig, dass du diesen Unterschied verstehst von bedingtem Sein, Design, Human Design, weil der Mensch lebt in seinen menschlichen Grenzen und Quantensprünge passieren in einem göttlichen Feld, ja, ein göttliches Feld. Es ist nicht nur irgendein Feld, sondern es ist eben ein göttliches Feld, das du kreieren und generieren kannst in dir. Und was da in dir zu machen ist, was da in dir zu denken ist, was da in dir zu fühlen ist, ist eine ganz neue Welt, die du aus dem Human Design heraus nicht erfahren kannst. Und in diese Welt möchte ich dich leiten und ich möchte dich befreien von allen Bedingungen und Abhängigkeiten, dass es in Meditation nur gehen kann, dass es in gewissen Situationen, dass du gewisse Dinge machen musst, dass du irgendeine Bedingung erfüllen musst. Du musst nur die einzige Bedingung erfüllen. Du bist Divine Design. Du musst im Divine Design sein, diesen Seinszustand in dir verankern, als dein neues Normal. Und dann poltert und blubbt. Dann kommen deine Wünsche, deine Manifestationen wie von alleine. Aber diese ganzen Erlaubnisgeberprozess für deinen Verstand, den kannst du nicht überspringen. Du kannst ihn überspringen in einer Meditation, auf jeden Fall. Aber du möchtest ihn ja permanent und nachhaltig für dich haben. Und du möchtest nicht immer nur in der Meditation drin sein, sondern du möchtest auch erleben. Du möchtest verkörpern, du möchtest wahrnehmen, du möchtest hier
dich erfahren, Erfahrungen zu haben, du möchtest dich outpushen, du möchtest dich spiegeln, du möchtest wachsen, du möchtest deinen Körper nutzen. Dazu braucht es die Verkörperung. Und das ist die Divine Design Reise. Und die darfst du als erstes selber für dich begehen. Und im zweiten Schritt möchte ich dich anhalten, dir immer wieder als Living in the End vorzustellen, dass du hier jemand bist, der die Divine Design Reise kennt, verkörpert, lehrt, vorzeigt und ein Beispiel ist. Und dieses ist nun mal 100% bedingungslos. Deswegen ist es 100% ermächtigend. Es ist 100% frei. Und diese Reise hat jeder zu begehen. Deswegen sind wir hier. Wir sind ins Human Design reingeboren, um zu verstehen, was es ist und unsere wahre Identität auf einer ganz, ganz anderen Ebene zu erkennen und da aber auch wieder zu verkörpern. Weil wir sind in einem Körper geboren, sonst wären wir als Geist hier. Wir sind in einem Körper geboren und das hat seinen Sinn. Und wenn du jetzt einen kleinen Einstieg in diese Divine Design Reise machen möchtest und vor allem das Prinzip Everyone is you pushed out, niemand hat einen freien Willen, lernen möchtest und so deine Beziehungen transformieren im Außen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dich bei mir zu melden. Es ist ein Kurs von Minimum 4 Coaching Calls für 1.111 Euro. Und da wirst du diese ersten Basics lernen, den ersten Teil, einen Teil der Foundation lernen. Und da bist du schon mal mit einem Fuß drin. Und dann erkennst du, wie die Prinzipien der göttlichen Schöpfung funktionieren. Und wenn es ein Prinzip ist, dann hat es keine Ausnahmen. Das ist so. Wir suchen immer wieder, ja, das geht halt dann doch nicht und hier geht's nicht. Und in den freien Willen darfst du nicht eingreifen. Nein, Leute, es gibt ein Prinzip der göttlichen Schöpfung. Und dieses Prinzip zu lernen und anzuwenden ist höchste göttliche Wahrheit und Liebe und kann keine Bedingung haben. Wenn du das lernen möchtest, nicht gleich all in gehen willst, ist das für dich der Einsteiger für 1.111 Euro. Melde dich bei mir an per E-Mail. Natürlich hast du auch die Möglichkeit, gleich all in zu gehen. Im Moment in einem 1:1 Coaching, wo es um deine eigenen persönlichen Angelegenheiten geht. Oder in einer Jahresreise natürlich. Oder du sagst, okay, ich packe gleich alles zusammen. Ich weiß genau, das ist mein Weg. Ich möchte da mein Business drauf aufbauen. Auf dem Divine Design, auf meinem Divine Design möchte ich mein Business aufbauen. Dann komm ins Businessprogramm. Wir starten jetzt wieder ein bisschen verspäter nach dem 17. April. Es ist wirklich deine Chance, alles gleich mitzumachen. Volle Turbo Power in 4 Monaten. Ein Investment von 9.500 Euro, das sich so lohnt. Weil es geht ja nicht nur um dein Business, sondern es geht darauf, zuerst dein Divine Design kennen und verkörpern zu lernen, damit du darauf dein Business aufbauen kannst. Und wenn du noch keine Vorstellung hast, aber nur eins weißt, ich will selbstständig sein und ich will Unternehmerin werden, die hier einen riesen Impact auf dieser Welt hinterlässt, einen Fußabdruck der Liebe, der Schönheit, der Fülle, des Reichtums, dann ist es genau dein Programm. Du musst gar nichts wissen, außer dass du es willst. Das ist eigentlich so die Möglichkeiten, die ich für dich habe, dich zu unterstützen. Und ich freue mich, von dir zu hören. Es ist früher oder später für dich so oder so angesagt, diese Divine Design Reise durchzugehen. Wir alle haben unseren Rucksack, unsere Päckchen, die wir gerne lösen möchten. Und das geht nur so. Nur so. Ohne Hokuspokus, ohne Fidibus, sondern nur du
in deinem Divine Design. Du machst alles und dementsprechend kannst du auch alles verändern. Also, ich freue mich von dir zu hören. Bis dann.